Ich bin selber immer wieder darüber fasziniert, oder? Weil es waren doch 20 Tumore, oder? Also vom Ober, von hier, vom Hals bis ungefähr hier zum Bauchraum, oder? Sie haben schon viele Videos von mir gesehen, wo ich theoretisch erkläre, was Vitalstoffmedizin ist. Aber es ist wichtig, auch einmal von Patientenseite so etwas zu vernehmen. Und ich habe deswegen einen Patienten von mir eingeladen, das ist Herr Björn Müller. Und wir sprechen heute ein bisschen über deine Krankheit. Ich kann mich erinnern, vor 2 Jahren, Björn, warst du das erste Mal bei mir. Was waren damals deine Beschwerden? Ich habe eine Diagnose erhalten. Ich habe das Hodgkin-Lymphom gehabt und habe nach alternativen Formen gesucht, um das zu therapieren. Also Hodgkin-Lymphom, müssen wir erklären, das ist eine Krebsform des lymphatischen Systems. Also du bist noch, damals warst du keine 40 Jahre alt und hast Krebs. Ja. Was hast du gemacht? Du kamst ja nicht nur zu mir, du warst doch sicher im Spital und hast das abklären lassen. Ja, also genau. Also bevor ich zu dir kam, habe ich natürlich die klassischen Abklärungen gemacht, oder die onkologischen Abklärungen. Dann habe ich diese Diagnose erhalten. Da habe ich quasi gewusst, was ist jetzt meine Krankheit oder was ist meine Situation. Und von der schulmedizinischen Seite her war klar die Antwort, also Chemotherapie war dort eigentlich diese Form. Ja, meine Eltern haben mich auch sehr unterstützt und in diesem Prozess, und die haben dann eigentlich den Kontakt zu dir hergestellt und gesagt, schau mal, vielleicht gibt es auch noch andere Möglichkeiten. Also du hast selber recherchiert, oder? Ja. Kann ich noch etwas anderes tun als nur die Chemotherapie? Ja, ganz genau, ganz genau. Aber die Chemotherapie, die wurde durchgeführt? Die Chemotherapie wurde durchgeführt. Also ich habe die Diagnose 2019 im Dezember erhalten. Anfangs 20 war ich dann zum ersten Mal bei dir. Bevor ich zu dir zum ersten Mal kam, habe ich dann den ersten Zyklus habe ich dort schon angefangen. Heißt das, dass was während der Chemotherapie im Spital warst du auch bei mir? Genau. Kannst du dich erinnern, was ich dir damals empfohlen habe? Ja, da kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Das war ein Prinzip. Du hast so die wichtigsten Punkte auf ein Papier aufgeschrieben, und das war so für mich eigentlich quasi wie die Bibel. Also ich habe das zu Hause dann an meinen Kühlschrank, an unseren Kühlschrank geheftet, und ich habe, weil es war so ein gutes, intensives Gespräch, wenn man wieder gesund werden will. Es ist nicht einfach, nimm diese Pille oder mach genau das, sondern es geht eigentlich im Prinzip darum, ganzheitlich wieder gesund zu werden. Und du hast mir dann wie so ein paar wichtige Guidelines eigentlich mit auf diesen Weg gegeben, und die habe ich dann ganz strikte umgesetzt und auch dann noch verfeinert. Jetzt, das war vor 2 Jahren. Ja. Wie lange dauerte die Chemotherapie? Die war 4 Monate. Und dann? Das war dann beendet. Genau. Warum ging es nicht weiter dann im Spital? Nach diesen 4 Monaten, und ich habe eben begleitend dazu die Orthomolekartherapie gemacht, plus Ernährungsumstellung, alles auch noch, oder? Also nachdem dass wir uns zum ersten Mal gesehen haben, wo du mir dann auch neben den orthomolekaren Faktoren auch die Ernährung noch mit auf den Weg gegeben hast. Das war dann so, als wir nach Hause gefahren sind, bin ich dann in die Migros gegangen. Das war jetzt kein Witz, oder? Dann habe ich zu meiner Frau gesagt, so, ab jetzt ändere ich meine Ernährung. Und ich habe keinen Plan gehabt. Oder? Ich habe nicht gewusst, jetzt muss ich es genau so und so machen, sondern ich habe einfach intuitiv, nach dem, was du mir gesagt hast, gemerkt, Moment, ich glaube, die Gemüseabteilung ist jetzt, so ich sage, sendrelevant. Und das war eigentlich dort der Startschuss zu der Veränderung zu der Ernährung. Und dann, nach 4 Monaten Abschluss der regulären Chemotherapie, habe ich dann ja wieder einen Untersuch gehabt, ein CT.
Auf jeden Fall, es war noch was vorhanden und dann war die Frage, ja, was nun, oder? Und die schulmedizinische Antwort war dann Bestrahlung. Und ich habe aber irgendwie gespürt, da irgendwas stimmt da nicht. Ich bin nicht sicher, ob das der richtige Weg ist, oder? Und habe mich weiter auf die Suche begeben, quasi nach Antworten, oder? Und habe die orthomolekulare Therapie dann noch verfeinert auch. Ich habe dann auch eben, ja, immer wieder waren wir auch per E-Mail in Kontakt und so, was kann ich noch? Und habe das alles ein bisschen optimiert auf meine Bedürfnisse. Und habe das noch 3 Monate so weiter, intensiv weiterverfolgt. Und die Schulmedizin hat mir empfohlen, dann eigentlich eine Bestrahlung zu machen. Ich habe das aber dann abgelehnt und habe viel Widerstand gehabt. Und dann kam dann, aber so eben ungefähr 3 Monate später, gab es dann nochmal einen Untersuch. Und ich habe aber gemerkt, das ist irgendwie komisch. Und dann haben wir nochmal einen Scan gemacht, bevor man hätte eigentlich starten können mit dieser Bestrahlung. Und das war dann quasi die Bestätigung von der Heilung. Also du warst geheilt, bevor man die Bestrahlung gemacht hat? Jetzt kann man ja aber sagen, das war die Chemotherapie. Die Schulmedizin sagt natürlich das, oder? Aber ich habe dann noch eine RGCC-Auswertung gemacht. Das heißt, die Zystotika aus der Schulmedizin und aus der Orthomolekularmedizin alle angeschaut und analysiert, oder? Genau, ich muss vielleicht das schnell erklären, diese RGCC-Untersuchung, das ist ein Test, worauf ein Krebstumor reagiert. Es werden alle Medikamente getestet und Dutzende von Vitalstoffen, wo man dann herausfindet, was ist die beste Therapie für was immer, welche Krebsform. Das haben wir gemacht. Genau. Und dort haben wir eben dann auch festgestellt, dass die Chemotherapie nur zu einem sehr kleinen Teil wirklich quasi den Tumor selber bekämpft hat. Und der Rest wurde einfach der restliche Körper zerstört, aber nicht der effektive Tumor, oder? Und dort bei dieser Laboranalyse haben wir natürlich dann gesehen, okay, die Heilung war nur ein kleiner Teil durch die Chemotherapie ausgelöst und der Rest war einfach die Orthomolekularmedizin. Hast du nur Kapseln, Tabletten geschluckt oder Vitalstoffe auch anderweitig bekommen? Ja, also ich habe dann in dieser Zeit habe ich vor allem nur die Kapseln genommen und Ernährung. Also als ich den letzten Scan hatte und wo alles in Ordnung war, also mein Status geheilt, dann haben wir angefangen, einfach prophylaktisch quasi, also das heißt Immunsystem stärkend, gemäß dieser RGCC-Auswertung, dann diese intensiv hochdosierten Infusionen. Hat die Schulmedizin, also im Spital, wo du auch warst, bestätigt, dass du geheilt bist? Mein Onkologe hat mir einmal gesagt, er wird mir nie sagen, dass ich geheilt sein werde. Rein aus schulmedizinischer Sicht kann er das mir so nicht sagen. Und ich habe ihm gesagt, sobald er mir quasi einen CT-Scan, PET-Scan vorlegt, wo alles in Ordnung ist, wo man nicht mehr nicht sichtbar ist, dann ist es für mich die Heilung. Und da hat er gesagt, ja, das ist für ihn okay so. Und dann haben wir eben diesen Scan nochmal gemacht. Und das war dann eben dieser Befund, wo dann alles in Ordnung war, geheilt. Und er hat dann an diesem Gespräch, das weiß ich noch, das war morgens an einem Morgen um 8:30. Und ich kam nicht mit dieser Erwartung quasi, ich bin jetzt geheilt, sondern ich habe gedacht, im besten Fall ist es noch gleich wie beim letzten Mal. Das war so mein inneres Gefühl, oder? Und dann hat er gesagt, ja, wie geht es Ihnen, Herr Müller, und so. Und ich so, ja, soweit okay und so. Und dann hat er gesagt, ja, Sie sind geheilt, oder? Und ich so, Moment. Und dann habe ich meine Brille ausgezogen, also nochmal da genau zu schauen auf dem Bildschirm.
Und dann hat er mir das gesagt, doch, es ist alles in Ordnung, Sie sind geheilt. Und das hat mir dann mein Onkologe so gesagt, oder? Also ich habe ihr, also das war plötzlich umgekehrt. Ja, seitdem bin ich geheilt. Und ich habe eben keine Bestrahlung gemacht. Ich habe mich ja auch bewusst dagegen entschieden, obwohl sie mir dann alle im Krankenhaus gesagt haben, sei fahrlässig und so. Jetzt noch ein bisschen zurückschauen. Du warst noch nicht mal 40 Jahre alt, hast eine Familie, kleine Kinder. Ja. Wie ging es dir damals ein, psychisch, mit einer solchen schweren Diagnose? Ich habe vorher schon gemerkt, dass irgendwas stimmt da nicht, habe aber keine Ahnung gehabt, was, oder? Und das hat sich so langsam, ich denke so über 2 Jahre ungefähr, wenn ich so jetzt zurückblicke, sich schleichend entwickelt, oder, bei mir. Also wo es quasi sozusagen ausgebrochen ist, zwar auf der Arbeit. Und da habe ich quasi so, ja, so eine Art wie ein Zusammenbruch gehabt, quasi wie wenn dir einen den Strom zieht. Und dann habe ich gesagt, jetzt muss ich in das Krankenhaus. Und das CT, ja, da hat man schon sehr viele Tumore gesehen, oder? Also das, du hattest eigentlich ein Todesurteil bekommen, jetzt über die Spitze gesagt. Ja. Ja, es jetzt von aus dieser Sicht schon, ja. Also an dem Tag kam der Notfallarzt, der hat mir das nicht so gesagt, oder? Der hat mir nicht gesagt, sie haben jetzt Krebs und sie sterben morgen oder so. Ich habe dann das Wort Krebs dort in den Mund genommen und zum ersten Mal ausgesprochen, weil ich das Gefühl hatte, es ist wahrscheinlich das, und er hat mir das so natürlich nicht direkt bestätigen können, weil es braucht dann noch mehrere Untersuchungen. Aber er hat gesagt, das könnte das sein, oder? Es war ein guter Arzt dort, der hat lange mit mir auch geredet, ungefähr eine Stunde. Ja, ich musste das dann für mich zuerst mal verarbeiten. Und es kam, war so wie so, this is it, das ist jetzt die Endstation quasi. Dann gab es aber eine ganz spezielle Begegnung. Und dann kam eine junge Frau zu mir und hat gesehen, dass es mir nicht gut geht und hat mich angesprochen und hat gefragt, wie es mir geht. Dann sage ich, ja, im Moment nicht so gut. Ich habe so einen komischen Verdacht, steht im Raum. Und dann hat sie gesagt, geht es um Krebs? Ich habe gesagt, ja, wahrscheinlich geht es um das. Und dann hat die Frau gesagt, sie hat auch Krebs gehabt, Brustkrebs. Und hat mir gesagt, mach dir keine Sorgen, du wirst geheilt. Und für mich war das jetzt so im Nachhinein dann, in dem Moment habe ich das nicht verstanden genau, was die Begegnung, aber ich habe gewusst, das ist jetzt eine Kehrtwende, oder? Und jetzt im Nachhinein kann ich sagen, das war ein Engel, der zu mir kam und mir gesagt hat, hey, du wirst geheilt werden. Weil, also bei mir ist es so, ich habe christlicher Hintergrund, ich glaube an Gott, der in der Bibel steht, und ich habe gewusst, wenn ich jetzt wirklich konsequent, aber ich muss konsequent diesen Weg gehen, dann werde ich geheilt. Und das war für mich so wie der Knackpunkt. Da hat so wie der Schalter, und das war dann so mein Fokus. Also ganz eine eindrückliche Geschichte, Björn. Du hast jetzt 2 Jahre wirklich gelitten. Wie geht es dir heute? Ja, super. Die Heilung hält an. Absolut, ja. Ich meine, es war, also wenn ich selber immer mal wieder die Geschichte darüber nachdenke oder jemand erzähle, ich bin selber immer wieder darüber fasziniert, oder? Weil es waren doch 20 Tumore, oder? Also vom Ober, von hier, vom Hals bis ungefähr hier zum Bauchraum, oder? Waren ungefähr 20 Tumore. Oder es war nicht nur einfach ein bisschen irgendwas, oder? Das Lymphsystem war einfach komplett kaputt, sozusagen. Und ja, ich bin geheilt, mir geht es gut. Super. Man kann sich ja nur mitfreuen. Letzte Frage noch, Björn. Was denkst du heute über Vitalstoffmedizin? Ja, ich bin ein Riesenfan. Also ich kann es nur jedem wirklich ans Herz legen, das auszuprobieren und sich auch die Frage zu stellen, wieso wurde man krank, oder? Man wird ja nicht einfach so krank, oder? Die Vitalstoffmedizin bietet da unglaublich viel. Und ja, das macht einfach nur Spaß. Herzlichen Dank. Ich
hoffe, Sie haben etwas mitbekommen von den Möglichkeiten. Und ja, es macht nur Spaß, war das letzte Wort. Mir macht es auch Spaß. Ja. Ich bedanke mich herzlich für das Interview, Björn. Danke dir. Und wünsche dir weiterhin gute Gesundheit. Yes.